scheiße, egal, ob ich dann ein Ei labe in die. Ins Bild oder so, ist nur für mich. Du, Fruch, man hast schon Lust, da noch Dienst steht zu gehen? Quatschfahrer. Ich habe eigentlich die kompletten Ferien überzeit. Ja, ich auch. Begebt euch zum Match am Samstag um 10:30 Uhr. Hä? 19:30 Uhr CET und schaut in den Himmel. Es passiert nur einmal. Wir gehen einfach na dahin, ja. Nein, nicht unbedingt. Dahin ist ein bisschen blöd. Bist drin? Dauert noch. Ganz kurz. 100% Bonus-EP-Event! Ernsthaft? Nice. Ja. Kann ich momentan noch schnell hochleveln, der Battle Pass. Also der Hedgen, ne? Fünfzig gegen 50, 3.0. Aha. Nein. Ich glaube, ich hole mir der Rainbow Six Siege einfach nochmal neu. Oh, ich freue mich schon. So, jetzt aber noch draufklicken und dann passt es. Hopp, sei schneller, mein verdammtes Ding. So, Battle Royale. Party invite ist da. Lade schneller! Ne, weißt du, warum eigentlich auch Spiele wie sie ist? Hä? Eigentlich reinkommen sollte, so zu Season Ende, dass man mit Freunden einfach die Stadt sieht. Hopp, bereit! So. Wir gammeln uns einfach irgendwo hin, wo uns keiner findet. Und dann gucken wir zu. Ja, wenn wir noch am Schweben sind und das Ding losgeht. Ja, stimmt, wir springen einfach ab und es schwebt. Und genau, wir drücken Ja. einfach direkt unseren Fallschirm. Ist ja egal. Außer das Ding fliegt auf uns. Na, wir springen einfach ab und drücken direkt einen Fallschirm. Ja, ist eigentlich Das ist egal. perfekt. Eigentlich kann man ja egal wo abspringen, ne? Ja, die Frage ist, soll jetzt einer umbringt davor? Es gibt immer so ein paar Idioten. Ja, die nutzen Also diese. spring einfach ab, da, und dann drücken wir direkt Leertaste. Und dann schweben wir einfach ewig lange darunter. Und wir machen einfach sonst nichts. Das ist perfekt. Dann können wir den Start von oben sehen. Jason, hast du es eben gehört? Ist Hä? nicht, nicht. Nein, ich bin noch im Ladescreen. Ah. Weil eben kam wieder dieser Fliegeralarm, ne? Okay. Also fliegen wir lang. Also nein, wir springen jetzt nicht direkt ab. Wir warten immer nur noch, bis wir da hinten sind. Ungefähr bei dem Berg. Und dann springen wir. Damit wir es schon ein bisschen besser sehen können. Also, Ja, weil ist der Berg noch. ist ja hier. Also siehst ja, wo es ist. Und dann. Wobei. Ja doch, spring einfach jetzt ab und rück direkt Fallschirm. Hab ich. Gut, wir können noch ein bisschen weiter in die Richtung fliegen. Aber guck mal, wie viel du hier fliegen, ne? Ja. Wollen alle, die machen alle dasselbe wie wir. Alter, wieso bist du so schnell? Weil ich nach vorne ein bisschen gehe. Einfach so, aber jetzt lasse ich es einfach. Erst? Das Sollte noch dieser eine Ding. Minute. Leute, ich gehe einfach senkrecht runter. Ey, warte, nein, ich fliege jetzt direkt oben drüber. Ja, ich kann mir das Ding nur in, weil ich fliege nicht vorwärts, ne? Ja, du kannst ja, du nimmst da hinten einfach auf. Nimm du da einfach hinten einfach auf. Und ich flieg oben drüber.
Ich bin live dabei bei dem Start. Ich flieg wirklich einfach oben drüber, das macht Fun. 2 Minuten. Ich guck, dass ich irgendwo einer mit Fenster finde. Mhm. Ich fliege wirklich einfach über der Rakete. Mal sehen, was passiert. Ich land in Tomato Town, gibt's kein Fernsehen, ne? Es gibt überall Fernsehs. Überall. Selbst in Wayne Woods gibt's einen. Aber da höre ich jetzt wirklich diese Fliegersirene. Mhm. Aber ich will jetzt über dem über der Rakete fliegen. Irgendwas passiert mit Mosty Myers? Mosty Meyer? Ja, da passiert irgendwas. Weil Pfeilhunter hin was rausgefunden. Da ist halt ein Filmset. Kann man sein, dass die irgendwas aufbauen. Nee, angeblich, es sind halt die Koordinate. Ich muss perfekt da oben drüber. Was ist Leben noch 84? Welcher Vollidiot rüppelt sich da? Oh Gott, aber die Zone! Na gut, das sind noch ein paar Minuten. Alter, da gibt es ernsthaft ein paar Idioten, die da rumschießen. Yep. Es geht los. Ja, was passiert? Ja, es geht los. Der Beta-Sound dreht sich. Es geht los. Ja! In die Flammen reinspringen. Ich stehe in die Flammen. Lol, ich sehe gar nichts hier von Tomato Town aus. Lol! Du bist es! Yep. Ich sehe nichts, lauter Rauch. Ich muss mir nachher die Wiederholung angucken. Du nimmst aber auf, oder? Ja. Tschüss, Blockbuster. Scheiße, die trifft, glaube ich, Tomato Town. Was? Ernsthaft jetzt? Alter? Da kommt ihr was ziemlich schnell auf mich zu. Nun, ich werde es merken, wenn du stirbst. Hier landet irgendwas. Ja, bei mir ist ziemlich nah. Boom. Ich hab's gehört. Das war Loot Lake. Dann werden wir uns noch hochbauen. Na fuck. Wir sind hier gefangen. Oh, oder auch nicht. Boom. Was passiert da? Siehst du das? Ich höre es, aber ich bin gerade unten gefangen. Alter! Aber ich meine, deswegen nimmst du sie auf, oder nicht? Alter, ich schick dir das Video. Das sah ja richtig krass aus. Siehst du das? Nein, ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Warum ist irgendwas in die Luft geflogen? Ja, hier ist jetzt irgendwie eine Struktur. Hier am Himmel. Ja, gleich, hoffentlich. Und da ist sozusagen die Rakete nur mal durchgestartet und ist dann so in der Luft explodiert, ne? Jetzt haben wir hier so richtige Risse auf. Ich bin unterwegs. Ich werde es gleich von der allerhöchsten Position sehen. Ja, ich bin jetzt bei Loot Lake. Aber es gibt immer noch die Idioten, die meinen, sie müssen rumballern. Na, aber gut, dann mal genau in die Himmel, Richtung zu mir. Dann sehe ich das. Ich sehe da einen Riss. Ach du Scheiße, das ist ein Dimensionsriss. What the fuck? Ich bin jetzt Loot Lake. Hier ist jemand bei mir. Ja, solange wenn ich an mich greife, das ist ja egal. Ja, ich hab halt nur Pumpe. Ich
hab gar nichts, also was willst du eigentlich? Aber Ludwig, sieht alles noch in Ordnung aus, dass du... Du hast einfach schön von meiner Position aus gesehen, dieser Strahl. Ich guck mir einfach gleich die Wiederholung an. Er geht auf mein Sicht, das sieht abnormal aus. Und jetzt haben wir hier irgendwie aber hier einen Riss. Jo, Dimensionsriss. Aber Ludwig, sieht alles in Ordnung aus. Das kann auch diesen Treibstofftank in Anarchie bedeuten, weil da hat auch einer mit der Drohne Cam schon den Treibstofftank sehe. Und wie soll die Rakete, muss die Meyers treffen, obwohl Anarchie auf der ganz andere. Oh, ja, gut. Egal, vielleicht kriege ich so noch hin zu Gesicht, weil ich bin nämlich in der Zone drin. Vielleicht kriege ich so noch zu Gesicht. Ja, ich bin dort. Aber ja, passt schon. Ich hab's auf Aufnahme. Also das kann man niemandem nehmen. Direkt hochladen. Ja, ist halt so ein bisschen Stimmegewirr komisch. Du kannst dann mach einfach den Ton raus. Oder mach deine Stimmeaufnahme raus. Gott, weil der Ton in-game und dein Ton sind getrennt. Ja, müsste ich halt in mein Schneideprogramm. Ach doch. Wie sieht man das von deiner Position? Mit OBS solltest du es auch machen können. Standard-Skill. Alter. Ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, wenn du jetzt stirbst, ne? Ich hab noch 20. 20 Sekunden überlebe ich noch. Nicht, dass es da anscheinend irgendwas zu sehen gibt. Aber Ludwig, sieht alles noch in Ordnung aus. Aber da ist halt eindeutig die Rakete runtergekommen. Also, du hast halt diese Strahle oder so gesehen, oder? Ich war unter der Rakete, ich habe gar nichts gesehen. Ich wollte mich eigentlich mit der Rakete mitfliegen.